Herzlich willkommen zum finalen Part Pokémon Let's Go Pikachu. Beim letzten Mal sind wir Liga-Champ geworden und haben keck in den Boden gerammt. Mhm. Ein großes, starkes, legendäres Pokémon wartet allerdings noch auf uns. Aber ich glaube, wir sollten uns zuvor noch in unserer Stadt feiern lassen. Oh, was will der denn? Hallo, ich bin's. Schätze mal, er ist nach oben, hä? Danke. Dich haben wir doch besiegt. Kommst jetzt heulen? Ey, Dumbly, ich komme hoch, okay? Nein. Ich komme trotzdem. Morgen Champ von Kanto. Oh, er hat seine Niederlage eingesehen, ja. Das freut mich. Na, gefällt dir so angesprochen zu werden? Fühlt sich schon gut an, ja. Gewöhn dich besser nicht allzu sehr an den Titel. Wenn ich erstmal in Fahrt gekommen bin, gehört der ruckzuck mir. Mhm. Aber das ist erstmal egal. Hast du auch schon von diesem super starken Pokémon gehört, das total OP ist? Ja, muss ich haben. Haha, ich wusste doch, dass dich das reizen würde. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azuria City gesichtet. Angeblich hat es sich dort in irgendeiner Höhle versteckt. Was sagst du, gehen wir es suchen? Wer es zuerst fängt, gewinnt. Voll wahnsinnig, Alter. Und ich durfte damals noch nicht mal am Fluss spielen. Meine Eltern haben mir alles verboten und die gehen einfach in eine Höhle mit einem mega superstarken gefährlichen Pokémon. Und den Eltern ist es anscheinend völlig egal. Mutter denkt sich, fein. In meinem Fall, okay, ich bin der Champ, aber er? Ja, er war auch mal kurz Champ für fünf Minuten. 5 Minuten Ruhm, mehr war das nicht. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Eine zusätzliche Region? Ja, Oh nein. Du kannst jetzt nur überall auf dem Rücken von Glurak, Aerodactyl und Dragoran durch die Lüfte fliegen. Aber das ist cool. Ja, das stimmt. Aber geht es wirklich nur mit den 3 Pokémon? Ich dachte, es wären alle, die halt groß sind und fliegen können, aber anscheinend. Uff. Hey, ich weiß, du genießt gerade den Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Axel von Route 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Überall in Kanto sind Trainer aufgetaucht, die den Umgang mit einem bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an der Pikachu-Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo im Vertania-Wald. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Also wir wollen das ja eigentlich nicht machen, aber ich überlege gerade, sollen wir beispielhaft einfach mal gegen diese Pikachu-Meisterin kämpfen? Und richtig vermöbelt werden, weil wenn du das Pikachu nicht mit 1000 Bonbons pusht und auf Level 100 tust, dann hast du so gut wie gar keine Chance. Ich würde es dir nicht empfehlen. Auch doch, wenn das reizt mich jetzt. Echt? Naja, okay. Unser Pikachu ist zwar gedopt ohne Ende, aber... Und ich möchte gerne hinfliegen. Du kannst nur auf Aerodactyl, Glurak... oder Dragoran fliegen. Hat das der Chat bestätigt? Aber Aerodactyl müssten wir ja eigentlich haben, oder nicht? Ach nein, den haben wir ja noch gar nicht geholt, stimmt? Den wollten wir ja noch irgendwie holen. Oh nein. Dann machen wir das auch noch. Ja, dann fliegen wir mal mit Pikachu. Und zwar mit Pikachu hinfliegen. Anders geht's ja jetzt dieses nicht. Dieses andere Fliegen. Oh, es hat ein Geschenk für mich. Dass wir Champ geworden sind. Ein Blumenstrauß, der sorgfältig und mit viel Mühe für einen ganz besonderen Trainer gesteckt wurde. Wird gleich verkauft. Kuss geht raus, dankeschön. Wird's kein Shiny Hunt mehr geben? Oh, doch, vielleicht irgendwann schon, aber jetzt erstmal ist der Kanal so überfüllt wie noch nie. Grad nicht, nee. Du hast ja nicht mal Zeit zum Atmen. Genau. Aber irgendwann in der Zukunft, wenn wieder Ebbe ist, dann vielleicht mal, ja. An einem Wochenende oder so. An einem Abend. Zum Beispiel. So, Aerodactyl bekommen wir hier beim Museum. Allerdings benötigt man mindestens den Zerschneiderer, sonst kommt man nicht in den Hintereingang hinein. Und dort sollte man... Das heißt Spaltschnitt. Stimmt, der Spaltschnitt. Bring dem Pikachu einfach Schaufler bei, dann hast du gute Chancen im Kampf. Guter Tipp, werde ich versuchen. Also ja, mich hat da jetzt schon der Ehrgeiz gepackt, ich möchte das probieren. Die Geheimnisse des Universums, die Geheimnisse unseres Planeten. Es gibt noch so vieles, das wir nicht verstehen. Gerade deshalb dürfen wir unsere Forschung nicht aufgeben. Ja, behalt euch mal, Planet geht unter. In unserer Ausstellung befinden sich äußerst seltene Fossilien urzeitlicher Pokémon. Ja, das ist der. Ah, da ist es ja schon. Hey, kannst du ein Geheimnis für dich behalten? Ich glaube, in diesem Stück Bernstein sind konservierte Pokémon-Gene enthalten. Es wäre eine Sensation, wenn man diese Gene dazu nutzen könnte, das Pokémon wieder zum Leben zu erwecken.
aber meine Kollegen hier glauben mir nicht. Sie nehmen mich nicht ernst. Deshalb habe ich eine große Bitte an dich. Ich möchte, dass du den Bernstein für mich zu irgendeinem Pokémon-Labor bringst und ihn dort untersuchen lässt. Ja, klar! Als ob man damit ein Kind beauftragt, ja, so, das auch noch random hier erscheint und was man gar nicht kennt. Und er ist Forscher und gibt mir das. So unlogisch, Alter. Mitunter die unlogischste Stelle des Spiels. Aber ja, vielen Dank. Ja, mit denen kennen wir ja schon, oder? Nee, wir waren hier noch nie. Sag dir was Neues. Du bist wohl ganz clever, einfach durch den Hintereingang zu kommen und keinen Eintritt zu zahlen, hä? Polizei. Na egal, was das Bernstein ist, hä? Du hast recht, das ist der Abkassierer. Es soll irgendwo ein Labor geben, in dem man großartige Experimente mit Bernstein durchführt. Mit dem darin eingeschlossenen genetischen Material sollen angeblich Pokémon aus der Urzeit wieder zum Leben erweckt werden. Ja, dann erfüllen wir doch mal unsere Pflicht, anstelle es einfach in eBay einzustellen oder so. Oder als dumme Kinder einfach in den Fluss zu werfen. Oder? Genau. Also es ist schon sehr, sehr naiv von ihm, mir zu glauben. Was ist das denn, was zum Teufel ist mit dir passiert? Hast du Fortnite gespielt oder was? Oh, Alter. Digga, mach das nie wieder oder du wirst jetzt doch noch im letzten Part ausrangiert. Du landest auch in dem Fluss. Jetzt hoffe ich doch, dass der Meistertrainer uns besiegen wird. Alle für diesen Dance. Das ist so peinlich und Fremdscham. Das ist wirklich brutal Fremdscham, ja. Auf der Zinnoberinsel haben wir sowieso noch was zu tun, denn wir haben noch 4 Ingame-Trades abzuhaken und dank der Jessie habe ich die Pokémon parat, weil ich ja einige davon schon weggetauscht habe, ich Idiot. Also an den Professor meine ich. Und ich würde gerne alle Ingame-Trades vervollständigen, deswegen machen wir das zuerst. Hier auf der Zinnoberinsel, nein, nicht du, der fragt mich, ob ich Freunde habe. Mehr als genug und mehr als du. Alter, wo ist denn derjenige? Ich glaube... Hier. Ah, stimmt, hier im Eck. Da ist nämlich der Slimer... Tauscher, der einem das Alola Slimer anbietet. Immer her damit. Lass uns gleich zur Sache kommen. Einige Trades sind auch Let's Go Evoli exklusiv. Die werde ich dann gleich nochmal ansagen. Dankeschön für die 2 Münzen an Domunity Insta und Fabianos für die eine. Nintel ist auch wieder da. Wer gefällt dir besser, Juli oder Riju? Schwieriges Thema. Ich Riju verweigere halt die Aussage. Ne? Okay, dann auf zum Forscher, den ich hoffentlich finden werde. Ehre an Jesse. Ja, ja. Ah, da ist sie auch gerade. Hab gern geholfen, vielen, vielen Dank, weil ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Denn, also ich wollte mit einer anderen Switch von mir tauschen, wo ich einen guten Spielstand habe. Es gab aber einen Disconnect lokal. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann habe ich einen Bann kassiert. Für, ich weiß nicht wie lange. Da steht einfach nur, ja, versuch's später wieder. Nach einer Stunde ging's aber immer noch nicht. Versuch's später Nintendo wieder. Nintendo mal wieder spät. At its best, Alter. What the fuck? Dass man online gebannt wird, ist ja irgendwo noch nachvollziehbar, obwohl aber die lokal meistens selber schuld sind wegen ihren scheiß Verbindungen. Aber lokal, Bruder? Ja. Alles klar. Ist er der Richtige? Vielleicht sollte ich mich mal zusammenrollen wie ein Fossil. Ja, der klingt sehr depressiv. Moino, ich bin ein wirklich super wichtiger Wissenschaftler hier. Ja, der ist hier. Ich erforsche unermüdlich seltene Fossilien und du? Ist ein nettes Fossil dabei? Okay, cool. Tschüss. Ich denke, das ist ein Fossil des lange ausgestorbenen Pokémon Aerodactyl. Dank der Maschine, die ich entworfen habe, kann ich es in ein Pokémon zurückverwandeln. Möchtest du, dass ich das tue? Warum fragt er mich dann auch noch? Ja. Ja, im Sinne der Wissenschaft. Okay, ich mach mal. Ich gebe den Bernstein dem krautzigen Wissenschaftler. Ja, das Experiment ist geglückt. Dein Fossil war ein Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet hatte. Und anstatt es der Regierung zu schicken oder irgendwo so auszustellen, bekommst du dieses antike Pokémon. Macht Sinn auf jeden Fall, Kapi. Yay. Du kannst mich jederzeit besuchen kommen, wenn du willst. Dann versuchen wir jetzt mit diesem Aerodactyl zurück nach Alabastia zu fliegen und von dort aus in den Vertania-Wald, um dann mit Pikachu so ordentlich zuzuschlagen. Also du meinst erst mit Energy zurückfliegen, oder mit willst Energy, du? Mit Energy, genau. Ja. Nee, was? Mit Energy kämpfen. Zurückfliegen tun wir mit Aerodactyl. Achso, von hier aus willst du. Ja, okay, gut, ja, dann kannst gehen, nur oder? Du. Ha? Hab ich das richtig in Erinnerung? Ja, es müsste gehen. Jetzt geben wir aber erstmal die TM Schaufler. Hier ist sie. Dem Energy. Denn das ist ein ziemlich guter Tipp von den Guys aus dem Chat. Damit sollten wir auf jeden Fall im Vorteil sein. Ja, Kopfnuss geht dafür raus.
Mit Glurak ist geil, ja, auf jeden, aber haben wir halt leider nicht da. Wir haben doch einen Glurak, aber keine Ahnung, wo es ist. Haben wir? Ja. Warum sagst du es nicht vorher? Dieser Low-Cack-Glurak. Ja, du wolltest Aerodactyl haben. Aber wo das ist, weiß ich nicht. Vielleicht hast du... Stimmt. Yogurt. Digga, ich hab ganz vergessen, dass wir eins hatten. Uff, absolut dumm. Wobei andererseits ist es besser so, sonst wäre mir das nämlich mit Aerodactyl nicht aufgefallen. Also diese Lostigkeit gerade war ein großer Vorteil. Alles gut. So, und jetzt aus dem Pokéball holen und damit können wir dann einfach fliegen, oder was? Ui. Ja, also du kannst fliegen, ne? Ich bin nicht existent, so. Oha. Schon ziemlich nice. Ja. Vor allem, du kannst auch diese ganzen Übergänge einfach überspringen. Genau. Hier, die Trainer, diese Pokémon ja, die über sich haben. Das sind die Meistertrainer. Und man kann gegen die auch immer nur mit demselben Pokémon antreten, das sie selbst einsetzen. Ja, doch. Also das haben die wirklich gut umgesetzt, fühle ich. Aber im Vertania-Wald kannst du, glaube ich, nicht fliegen, oder? Wahrscheinlich nicht. Nee. Machen wir deswegen nochmal einen Wechsel zu Glurak, damit wir da den Unterschied sehen. Hä? Nein, du musst erstmal absteigen und dann kannst du... Es wäre nicht Nintendo, wenn es nicht umständlich gelöst worden wäre. Na schön. Aber mit anderen Pokémon geht's nicht, oder? Achte mal please auf den Chat. Soweit ich weiß, geht's auch nicht. Ja, ich denke auch nicht. Sonst hätten sie nicht diese drei explizit genannt. Dragoran haben wir halt leider nicht, ne? Bei also den jetzt wirklich nicht. Ja, bei den legendären Vögeln geht es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Und wenn es bei denen nicht geht, dann geht es bei Taubos und so auch nicht. Oh, apropos Taubos. Ja, wir haben ja schon eins. Ja. Ab und zu können nämlich starke Flug-Pokémon im Luftraum auftauchen. Ja. Auch Dragoran? Ja. Am meisten, wenn du halt so eine Kette hast. Genau, und dann könnte man die theoretisch fangen. Ja. Krass, was? Ach, darf ich jetzt wieder mitspielen, Binett? Darfst du. Weißt du, wo der Pikachu-Meistertrainer ist? Oh nee, keine Ahnung. Du musst halt so ein Pikachu-Zeichen über den Kopf haben. Ja, hier nicht. Vielleicht am Ausgang? Oder in der Mitte? Nee, das ist der Hornliu-Meistertrainer. Wie sieht denn ein Kampf Hornliu gegen Hornliu aus? Nicht so schlimm wie Kukuna gegen Kukuna und Safcon gegen Safcon. Ja, das stelle ich mir furchtbar vor. Ist es auch, ist es auch. Und Carpador gegen Carpador ist auch nicht schön anzusehen. Vor allem, weil die erste Zeit einfach gar nichts passiert wegen Platscher, ne? Oh ja, du musst 40 Mal Platscher aushalten, bis sich irgendeins mit Verzweifler dann umbringt. Das ist auf jeden Fall ein Spaß. Ist denn der? Das ist doch eine Trainerin. Wurden wir etwa angelogen? Nee, das ist eine normale. Hier vorne ist... Ah, da ist sie ja. Ja, aha. Genau, am anderen Ende der Welt. Die sieht ganz cute aus, aber ja. Ich glaube, die will uns bewusst täuschen. Wird uns gleich vermöbeln. Werden wir es schaffen. Aber ich glaube, die erste ist noch die einfachste. Ich bin eine Pikachu-Meisterin. Ich will das allerbeste Pikachu in ganz Kanto trainieren. Hast du auch ein Pikachu? Das sieht aber stark aus. Sag mal, hast du Lust auf einen Kampf gegen mein Pikachu? Ich bin wieder weg. Welches Pikachu ist das stärkste? Jetzt kommt der Entscheidungskampf. Ich bin gespannt. Meins ist Champion. Und deins? Wie cool. Wobei, wer weiß, wo die herkommen, ne? Es könnten ja vielleicht auch irgendwelche Champs aus anderen Regionen sein. Weil irgendeine Begründung muss es ja dafür geben, dass die so super stark sind. 10 Meisterbälle, danke dir für die Mitgliedschaft. Ja, mein Rip, wenn ich auf das Level schaue, ne? Oha! ja gut. Aber wir dürfen zuerst anfangen, also schauen wir mal. Ich habe auf ja, jeden Fall Rip. Alle Oh nein. Rip. Als ob die das wusste schon. Ich habe auf jeden Fall alle wir können uns Pikachu-Bonbons benutzt. Aber das wird trotzdem schwer. Das wird ich sage aber nicht unmöglich.
Die Musik hört sich auch leicht anders an. Hört ihr das? So ein ganz, ganz leichter Remix. Bisschen dramatischer. Aber ich gebe noch nicht auf. Wir können das schaffen. Das hier müsste jetzt auch so stark genug sein, dass der Delegator zerstört wird, oder? Nein. Ja gut, dann ist es Belastung. Ja, jetzt wurden wir aber aufgrund der Liebe zu dem Pikachu weicht es aus. Juhu! Das ist so gefällt. Es ist zwar lächerlich, aber ich freue mich trotzdem. Merz, danke dir für 3 Münzen. Schaut deine Videos, seitdem ich 8 und 9 war. Bin momentan 16. Liebe dich und die Videos, wünsche alles Gute für die Zukunft. Ich dir auch, mein Lieber, und danke fürs Dranbleiben. Oh, da fühlt man sich erst richtig so alt, so. Ja, irgendwie schon, aber ist auch schön, also von daher passt das. Ja, jetzt ist der Delegator weg. Und wir gleich auch? Nee, wir haben eine Chance, Heilen kann man aber nicht, oder? Nein, kann man nicht. Okay. Der Reflektor war schon 200 IQ, aber müsste jetzt auch weg sein. Oh Mann, sie ist perfekt drauf eingestellt. Und jetzt kommt safe nochmal der Delegator. Aber wir können ja quitten, theoretisch. Das haben wir aber nicht. Nix. Okay, jetzt hast du die Schnauze voll. Das ist jetzt blöd. F. Was? Du hast es passiert. Was? LOL? Der Kampf ist so auf so. Wie soll das gehen? Ebene aus Hat Liebe das Pikachu jetzt irgendwelche Antikörper gebildet, weil wir es so sehr lieben gegen sämtliche Krankheiten? Das ist die alte. Das ist das Pikachu Heim. Ist der Schlüssel für Corona. Junge, ist das lame. Erstmal geht der Angriff von ihr daneben. Ja, und jetzt haben wir einen Volltreffer. Nee, der, oder? Doch, Volltreffer. Doch, ja, ja, ja. Dieser Gedopte wieder. Ey, der ist ja nur gedopt. Das ist der lächerlichste Kampf, den ich je gesehen habe. Und wir haben schon einiges gesehen. Halt er sich jetzt gleich nochmal? Das wäre zu wild. Diesmal. Ja, trotzdem Schaufler, komm. Nee, jetzt gehe ich auf. Nein, das wird nicht genug abziehen. Ja, aber das dauert 2 Runden. Ja, aber wenn sie dann so angreift. Ist mir egal. Letzter Surfer, komm schon, Pikachu! Kann nicht hinsehen. Besieg sie! Ja, das ist so lächerlich! Aber absolut geil! Völliger Betrug! Absoluter Betrug! Das zeige ich an! Denn Pikachu kann doch unmöglich so falsch sein! Wenn sich jemand Pikachu-Meister nennen darf, dann du! Du wurdest offiziell als Pikachu-Meister anerkannt, obwohl hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein kann. Sagen wir es mal so. Wir sollten bald wieder kämpfen, schließlich sind wir beide Fans von Pikachu. Nein, also das... das hast du falsch verstanden. Ja, also da halte ich mich da raus, ja, da entziehe ich mich. Erinnert dich mal wieder mit Drogen. Ja, yo. Also... Falls irgendjemand noch ein Beispiel gebraucht hat, warum das... Vielleicht kann ich nicht fliegen, das zum Teufel. Warum dieses Freundschaftssystem Schmutz ist, hier hast du ein perfektes Beispiel. Es Kukuna hat das gerade mit seinem Hüpfer bestätigt. Ist das krank. Wir hätten diesen Kampf nie und nimmer gewinnen dürfen. Ja, ich meine 75, hallo. Und die Taktik war auch gut mit Reflektor und Delegator. Ja, Mann, sie war übelst gut mit Reflektor und Delegator. Und Toxin. Und Toxin, genau. Ja, nur das war einfach nur lächerlich. Aber wir hatten einfach instant Antikörper. Macht Sinn. Okay, dann fliegen wir jetzt als nächstes zurück zur Pokémon-Liga, wo wir Kokowai gegen Alola Kokowai tauschen können. Jonas Jensch, danke dir für 1 Münze Support und Lalu lässt einen Fuffi da. Vielen, vielen Dank für den mega Support von dir. Hallo? Pokéball? Ja, Pokéball hat sich... will nicht mehr. Pokéball hat sich verabschiedet? Doch, jetzt. Das ist manchmal so ein komisches Teil. Wenn er jetzt wirklich leer sein sollte, muss ich auch auf Joy-Con wechseln. Das ist natürlich doof. Na, schauen wir mal, vielleicht. War auch nicht angedacht. Naja, erstmal die Weiterentwicklung vor... Ja, du musst es schon in dein Team nehmen, ne? Na gut. Nein, du musst aufs Team gehen und dann shake.
Da ist es oben. Rechts. Ja. Oh wei. Ja, Logat, raus, komm, weg da mit dem. Kannst du es mal machen? Ja. Weiterentwickeln? Spirit Prime, danke dir für 5 Münzen. V-Grunt mit 3 dabei. Bei Aerodactyls Herstellungsgeschichte habe ich irgendwie Jurassic Park Flashbacks. Wegen Bernstein mit Genen in einem Labor und Urzeit. Ich glaube, die Entwickler haben sich von diesem Film inspirieren lassen. Ich denke nicht, weil es gibt ja auch in der Realität Tiere, die in Bernstein. Ja, vor allem Insekten sind. Viele. Genau. Also, und die sind soweit auch super erhalten. Genau, also das existiert wirklich so. Bernstein ist ja nichts anderes als Harz von den Bäumen. Jahrhunderte alt. Und mit viel Glück ist halt da so ein Tier währenddessen gestorben und da rein geraten und dadurch erhalten geblieben. Okay, verstehst du? Also ja, bei dem Film Jurassic Park ist es eigentlich auch ein reales Vorbild. So, ist entwickelt. Perfekt. So, mit dir haben wir schon gesprochen, aber wir hatten da leider kein Kukuwai. Dank Jesse haben wir es jetzt. Also tauschen wir gegen ein das gleiche Pokémon mit einem 5 Meter längeren Hals. Ja. Ja gut, macht Sinn. Und ich merke gerade, dass der Pokéball tatsächlich schlapp macht. Soll ich dir holen? Ja, hol mal den anderen Joy-Con bitte. Und 100 Küsse an Schokolino, der 100 Münzen über den Superchat da lässt. Mein letzter Schultag habe gefeiert und jetzt bist du mit dem Stream am Start. Bester Tag. Das ist schön zu hören. Ich hoffe, das Zeugnis war gut. Alles Gute dir für die Zukunft und jetzt erstmal viel Spaß bei der Entspannung im Sommer. Und auch Respekt an alle, die während diesen Zeiten hier jetzt ihren Abschluss machen. Ja. Das muss unnormal krass sein. Man sieht noch nicht mal ja, sein Face. Ja, das ist auch beim Kampf. Das ist lächerlich. Ja, das ist halt schon ein Meme, das Pokémon. Mein Kukuwai ist eine Wucht, oder? In der fernen Alola-Region können sie noch herzenslos wachsen, deshalb werden sie auch so riesig. Ja, da gibt's viel Wasser, viel Sonne. Ja, beste Bedingungen. Können sie ordentlich Sonne absorbieren und dadurch unnormal wachsen. Ja. Großartig. Okay, next step ist... Ich muss kurz auf meine Liste gucken. Knogger, den können wir in Fuchsania City tauschen. Und dadurch ein Alola-Knogger bekommen. Und ich lese jetzt mal die Pokémon vor, die es nur in Let's Go Evoli zu tauschen gibt. Das ist nämlich Alola Mauzi, das man auf der Zinnoberinsel anstelle von Slimer bekommen kann. Und Alola Vulpix. Dass es anstelle von Sandan in Prismania City gibt. Wer ist derjenige? Der nette Herr hier? Er hier ist es. Ja, mit dem Knogger. Alola Knogger ist cool. Ja. Finde ich viel, viel cooler als das normale. Der ist auch stärker. Genau, und uns fehlt dann nur noch Radfratz, das es in Azuria City gibt. Warum auch immer wir das nicht getauscht haben. Haben wir es nicht getauscht? Anscheinend nicht, ne? Ich habe es zumindest nicht gefunden. Na ja, gut, wir müssen ja eh nach Azuria City, von daher. Stimmt. Wir haben da ja auch was zu erledigen. Alles so geplant, Leute, alles so geplant. 2000 IQ. Alles bedeutet. Ihr wisst Bescheid. Giferno, vielen Dank dir für die Mitgliedschaft. Willkommen im Stream und viel Spaß. Auf geht's nach Azuria. Wie viele Screens hast du? 2. Ich überlege auch immer wieder, ob ich mir 3 mache. Wozu 3? Doch, würde schon helfen. Ist das nicht Reizüberflutung so? Nee, das ist halt eher das Gegenteil, weil es nimmt dir viel Stress ab. Du kannst dann hier ganze Streaming... Programme und Internet und so aufhaben.
und den Chat dann einfach in so einen länglichen Screen links daneben. Weil es gibt ja auch welche, die kannst du so länglich aufstellen. Muss das nicht im Pokécenter sein, das Radfratz? Was? Muss das Radfratz nicht im Pokécenter sein? Bist mal wieder lost. Nee, nicht beim Doktor. Vielleicht bei dem oder beim Jungen. Nee, da ist es nicht. Oder das Mädchen. Man sieht es ihnen leider nicht an. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass ich das vielleicht aus Versehen an den Professor geschickt habe. Kann auch nicht sein, dass wir das Radfratz nicht ertauscht haben, ja. Oder Leute? Ja, peinlich. Ich glaube, dass das Kokoroi auf einem Drachenbaum basiert. Das kann gut sein, ja. Das müsste ich auch in meinem Alola-Let's Play schon gesagt haben. Jetzt gerade weiß ich es nicht mehr, aber ich denke schon. Denke schon. Erinnerst du dich daran, als ich sagte, dass ich nur Mario, Zelda und Kingdom Hearts spiele? Dafür schaue ich mir ja die anderen Spiele wenigstens an. Damit kann ich leben. Trotzdem, ich würde immer mal wieder auch was Neues ausprobieren. Es gibt so viele geile Spiele und meistens weiß man es vorher einfach noch nicht, dass man sie unnormal feiern wird. Es gibt ja auch so Überraschung-Games, wo keiner man damit gerechnet hat. Man muss es erst rausfinden. So, wir sollten zurück sein. Internetwechsel vollzogen. Und wir reisen Richtung Azuria-Höhle, wo der Keck wohl schon vorgegangen ist. Oder wird er doch noch kneifen? Ja, da muss man schwimmen. Also du musst schwimmen. By the way, unsere allerletzte Chance, jetzt ein legendäres Pokémon in Shiny zu bekommen. Oder generell ein Pokémon in Shiny. Drückt die Daumen. Und ich sehe, hier gibt es noch einen speziellen Trainer, den wir natürlich mitnehmen wollen. Ist es nicht der, der mal aufgepasst hat? Vielleicht muss man gegen den kämpfen und dann darf man erst in die Höhle rein. Naja, dann würde er ja vor dem Eingang stehen. Ich denke, dass der optional ist. Ja. Für den Fall hast du ja zwei Router. Ja, eben. Aber ich finde es bezeichnend. Kaum bin ich einmal mit dem anderen on, geht's wieder nicht. Hey Champ, du darfst diese Höhle betreten. Ab jetzt werde ich mich dir nur noch als Trainer-Coach in den Weg stellen. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bist du bereit? Bin bereit. Ja, ich will kämpfen. Fangen wir an, Champ. Let's go. Mal sehen, was er zu bieten hat. Michel. Weil gegen den kannst du ja eigentlich erst nach der Liga kämpfen, ne? Er hat 5 Pokémon. Heißt, er muss was drauf haben. Ja, Energy ist hier genau richtig, aber Energy kann ja Schaufler. Ja, aber wenn Lizarus jetzt Erdbeben einsetzt. Wobei, warte, es hat doch auch noch Gletschersurfer. Ja, stimmt, ja, dann Gletschersurfer. Und ich bin garantiert schneller als das Lizarus. Ich war ja sogar schneller als das Level 75 Pikachu. Ja, wahrscheinlich hittest du sie mit einem Schlag, ja. Ja. Das ist halt das Problem bei Rizeros. Hält nicht aus! Gefernu, danke für die Mitgliedschaft! Christopher Luthard lässt den 10er da und Friedrich Schwarz eine Münze. Vielen Dank an euch beide. Und danke auch an das Lob von Yoshi Yoshi. Durchbruch? Wollte ich machen. Ach so. Gletschersurf. Bietet sich ja an. Nee, ich werde jetzt mal wechseln. Der Fairness halber. Wir sind ja wieder zu zweit. Und Kurs für 850 Likes. Ich meinte Aerodactyls Herstellungsprozess vorhin, also wie man es zum Leben erweckt. Das Wiedererwecken aus Benchon ist von Jurassic Park inspiriert. Ja, das stimmt. Ja, das schon, das schon. Das wäre wild, wenn man das in der Realität auch machen könnte. Würde so, vielleicht bestimmt Fossilien oder so wiederbeleben. Wäre geil, aber nein. Das geht natürlich nicht. Vielleicht geht das ja auch nur. Das ist halt unter verschlossenem Riegel. Wir werden es. Aha, Juli, die Schwurblerin hier. Ja, hallo, warum sollte es nicht gehen, wenn man alles schon klonen kann, alles. Wenn die DNA halt noch gut erhalten ist. Schick mal einen Aluhut an die Poststation. Ja.
Gönnung. Ja, vielen Dank, Nimiro. 1000 Herzen für Nimiro, bitte. Oh, jetzt schon viele unterschiedliche Pokémon, aber werden alle pulverisiert. So sieht's aus. Alle satt. Kuss an euch zwei. Danke dir, Adina. Und schönen Abend. Hoffe, ihr zockt nicht nur, sondern entspannt auch mit dem schönen Wetter. Mach was Schönes mit dem Trinkgeld, viel Spaß. Danke dir, YN Let's Play. Ja, tun wir. Wir sind jetzt eigentlich fast jeden Tag immer draußen. Ja, also so, ich bin Mittags, sowieso immer also draußen. Also sie sowieso, aber ich auch. Weil jetzt natürlich endlich die Sonne da ist und die möchte ich mir auch genehmigen. Hast du Pokémon schon mal competitive gezockt, also online? Ja. Zu X- und Y-Zeiten müsste das gewesen sein. Ich habe auch einige gute Pokémon dafür. Ja. Seine letzten Pokémon irritieren mich irgendwie. Ja, das die anfänglichen waren so, brrrm, die knallen rein. Aber wobei, vielleicht keine Hornbohrer, ich weiß es nicht. Aber Level 52 ist dafür ohnehin zu niedrig. Ah, es überlebt. Oha. Und dann. Gibt es Schlingel eine heftige Kaskade? Nicht schon wieder Schlingel. Ja, aber das überlebt. Dem ist gegen Ende des Let's Plays ein bisschen die Puste ausgegangen, ne? Ja. Schade. Aber er schlägt zurück. Madcrash! Kuss für 5 Münzen und Nedron92 begrüßen wir als neues Mitglied. Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Emojis. Da kommen bald auch wieder jede Menge neue übrigens. Was für ein herrlicher Kampf. Vom Champ hatte ich aber nichts anderes erwartet. Ah, er weiß es sogar. Das hier hast du dir verdient. Vielen Dank. DTM60, vielen Dank. Ständig höre ich Gerüchte über fürchterlich starke Pokémon in der Azuria-Höhle. Aber ich halte hier eine Wache, ich habe keine Ahnung, was drin vor sich geht. entspricht das der Wahrheit? Wir werden es gleich überprüfen. Ich möchte erstmal wissen, ob hier hinten noch ein Item liegt oder so. Ja. Tatsächlich, ja. Ein Fläschchen AP, top. Und ab ins Verderben. Bin krank, muss zu Hause bleiben. Schade, aber gute Besserung und viel Spaß beim Stream. Kommt ein zweites Competitive Pokémon Play. Hä? Es gab doch nicht mal ein erstes. Hier ist das auch weiß ich so nicht schön. Ganz, was du meinst, Physin. Ja, die Azuria-Höhle. Wunderschön designt. Ein bisschen geändert im Vergleich zum Original, soweit ich weiß. Muss ich jetzt auch selber mal gucken. Ich muss hier tausendmal schütteln. Aber sie haben sie verbessert, glaube ich. Weil es gab da so teilweise auch im Mittelteil so ein ekliges Labyrinth, was ich nicht ganz so gefühlt habe. Das haben sie, glaube ich, rausgeschnitten und das Ganze ein bisschen gekürzt und optisch aufgewertet. Ja, ja das, wie das leuchtet und so ist schon sehr, sehr nice. Ja, hier findet man sämtliche Items an Sonderbonbons, Hyperbälle. Vor allem in den Lichtscheinen kann man goldene Bären und so finden. Ja, auch Meisterbälle kann man finden. Was? Ja, auch Meisterbälle. Lol. Von wegen so, ja, wir haben nur ein Exemplar. Gemein die Azuria-Höhle, da ist genug. Ey, da bist doch jetzt dann wieder du als Schwurbler gefragt. Wie kommen die da rein? Wenn doch eigentlich behauptet wird, es gibt nur einen. Hat uns der Silfco-Chef angelogen? Oder das Mewtwo hat die geklont. Hat er vielleicht doch schon länger mit Giovanni zusammengearbeitet? Ja. Und ohne es zu sagen und irgendwie festzuhalten, Meisterbälle Goldene, verschickt. Sondern er würde. Danke, dass ich mitspielen darf. Man kann niemandem vertrauen.
Don't. Ja, jetzt bist du ein Schwurbler. So ist es wohl leider, ja. Diese Sachen, die respawnen, glaube ich, auch jeden Tag, oder? War das ja, so? Ja, jeden Tag. Every day. Hier kann man auch wilde Relaxos fangen. Genau, Relaxo taucht ja auch auf. Chanera ganz oft. Ja, Chanera taucht gefühlt fast überall auf. Noch irgendein Pokémon, was wir noch nicht haben? Fällt mir jetzt nichts ein. Glaube nicht. Hier farmt man Meisterbälle. Will man hier den Meisterbälle farmen, wenn der nur sauselten erscheint? Also ich glaube, da brauchst du schon sehr viel Glück für. Ist das ein Support oder hängt Stream Elements hinterher? Ich weiß es nicht. Also vor einigen Tagen hat da YouTube offensichtlich was geändert. Gibt's auch hier. Das ist erst seit einigen Tagen so, dass da immer mal wieder so ein Schwung Abonnenten angezeigt wird. Ich kann es dir nicht sagen, Atteln. Das ist weird. Ach, Schlurp, ja, richtig, den haben wir noch nicht, ne? Und der taucht auch nur hier auf. Ah, bleib weg mit deiner Zunge. Okay. 3, 2, 1, los! Nicht ganz so synchron, leider. Ja, ich habe wenigstens eine Farbe. Nochmal 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Was ist denn das für einer? 1, 2, 3. So, der sitzt, der muss drin bleiben. Mertcrash 05. Danke dir sowohl für die Mitgliedschaft als auch für die 5 Münzen über den Superchat. Das ist C. 1, 2, 3. Jetzt muss es. Was denn das? Und nochmal ein 10er, Mertcrash, was geht? Oh, warum bleibt der nicht drin? Es ist egal, das waren gefühlt schon 4 einfach fabelhaft. Auch wo wir zusammen. Was ist denn mit dem? Nochmal 1, 2, 3. Gut, es reicht mir jetzt. Nutzen wir eine Beere. Schnell. Bevor er verschwindet. Haben wir eine silberne? Ja. Ich glaube, es hakt. Und 1, 2, 3. So, wenn er jetzt nicht drin bleibt, dann ist das. Dann ist es einfach irgendwie beschiss. Schiebung. Ja, okay. Drin. Also braucht man die wohl hier. Deswegen kriegt man die ja auch. Die goldenen. Ich habe aber sogar nur Silber verwendet, weil wir golden natürlich für jemanden speziellen zurückhalten. Klar. Danke für 3 Münzen, I like dogs. Hat eine Reihe an Fragen. Kommen noch Videos dieses Jahr von dir? Nein, oder? Puff, schwierig. Wie geht's den Tieren? Gut. Und sein Vater guckt immer die neuen Breath of the Wild Parts. Ehre. Wünsche ich ihm viel Spaß dabei. Aus wie vielen... Naja, das darf ich dir leider nicht sagen. Warum gehe ich immer wieder? Ja, das war der Anfang. Der Leiter. Ich verliere nämlich die Orientierung leider. Aber es gibt da unten ja noch eine Leiter, die wir glaube ich noch nicht ab... Oder was mit denen? Mit den beiden hier. Würden die beide auf die mittlere Insel? Ja. Ja, okay. Ja. Früher war das Tauschen mit GTS besser. Ja, safe. Wurde dann ja leider irgendwann gestrichen. Wo muss man eigentlich lang hier? Ja, wir waren schon, glaube ich, richtig. Nur sind wir dann falsch. Du bist dann halt falsch. Da ging es halt noch weiter. Beste Beschreibung. Ja, ich möchte halt keinen Raum skippen. Denn auch wenn sie es jetzt... Ja, siehst du das Item zum Beispiel? Auch wenn sie es ein bisschen gekürzt haben und übersichtlicher gestaltet haben, kann man trotzdem leicht was übersehen. Aber ich denke, hier sind wir richtig, ja. Haben wir da unten schon? Das weiß ich nicht. Ach doch, das ist dieser gigantische Verbindungsweg. Ja.
Okay. Also nach meinem Wissen war es da oben. Ja, Zuria-Höhle ist echt schön. Jo. Absolut mega nice. Schon echt witzig, dass man hier jetzt die Grafik heutzutage so sehr lobt, obwohl man auch, als das Spiel rausgekommen ist, den Look sehr gehatet hat. Wir müssen nach oben links. Müsste das damit gemeint sein, was? Ja, ja. Von hier aus geht's dann tiefer und in die Höhle hinein. Das Ungewisse. Genau, und diesen Labyrinth-Path haben sie einfach komplett gestrichen. Gibt's nicht mehr. Pikachu hat große Angst. Es fühlt die Spannung in der Luft und ist eingeschüchtert. Nur Mut, immer weiter. Captain Toad, danke für 2 Münzen. Hier ist noch ein Item. Danke dir für die coole Unterhaltung, Domi. Dankeschön fürs Reinschauen und für über 1000 Likes. Simone Krone, willkommen als neues Mitglied. Und 1 All Grown lässt 3 Münzen da. Nimiro 5. Nimiro, hast du nicht schon vorhin? Schluss! Aber danke dir für den Ultra-Support. Nochmal 45. Noch eine Gönnung. Aber jetzt leg dich zurück. Mach einen Eistee. Peach. Oder Zitrone. Ich mag beide. Team Pfirsich. Ja, Pfirsich vielleicht nochmal einen Ticken mehr. Das kann schon sein. Aber es kommt auch immer auf den Hersteller drauf an. Also für mich gibt's keinen Zitroneneistee, der von irgendeinem Hersteller schmeckt, außer selbst gemacht. Was, als ob. Fällt dir ein Hersteller ein, wo es schmeckt? Ja, Zitrone? Aber wollen wir jetzt nicht drüber reden? Nee. Wambu, willkommen als Mitglied. Kuss geht raus. Oha, wen sehen wir denn da schon? Speichern vorher, ne? Wäre nicht verkehrt. Und mit wem beginnen wir eigentlich? An sich wäre es ja ganz klug, es direkt zu paralysieren, oder? Ja. Ja, jo, das ist dann ja. Bleiben wir bei Pikachu und dem Plätschersurfer. Ja, aber du musst Schlingel austauschen. Das auf jeden Fall. Fieri wäre da ja doch eine gute Option. Wegen der guten Speedstaff. Also, Chat wünscht uns Glück. Jetzt müsst ihr die Daumen drücken. Vor allem dafür, dass es ein Shiny ist. Seien wir mal realistisch, aber ja. Hallo. OMG. Er ist der Boss. Ein Shiny Mewtwo. Schade. Leider nicht. Eis dem Mango ist gut. Gibt's das, ja? Also ich kenne Tee mit Mango-Geschmack, den man so kaufen kann. Den finde ich lecker, ja. Aber Eistee kenne ich noch nicht. Was meinst du, Mewtwo? Pfirsich oder Zitrone? Psychokinese. Es hört mir nicht zu, sondern... Ja, das ist halt ein Gedobter. Eliminiert Pikachu, der allerdings durch die unfassbare Liebe überlebt. Wir kennen es. Hä, keine Para? Warum nicht? Ach, Fede wird schon regeln. Oh oh. Dann mache ich mal lieber die Biege. Wobei er ist eh schneller als wir alle, ne? Ja, der ist der aller. Der hat ja auch seine Stats nochmal geboostet. Ja, wieso muss er auch gleich Psychokinese immer einsetzen? Der hat doch auch noch andere Attacken, Mensch. Der ist halt nicht ganz so dumm wie die anderen. Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ach, wir bleiben mal gechillt hier. Und setzen als nächstes... Metal Modi würde ich vielleicht einsetzen. Metal Modi ein, ja, aber... Donnerschlag, vielleicht. Dann auch eher als... Oder Panzer. Attackenfresser. Ja. Naja, Ferdi macht das schon. Ja. So viel Schaden hat das jetzt nicht gemacht. Hä, hey, wieso hast du jetzt Fassade eingesetzt? Wollte ich eigentlich auch gar nicht. Darf ich nicht mehr ändern? Egal. Doch, ich komme mit Joy-Con nicht zurecht, leider. Darfst du? Das ist immer noch bei dir. Spiele 1. Hä? Du hältst okay. Ein... Lol. Was ist da los?
Panzerfäuste möchte ich einsetzen. Bei Pikachu ja, jetzt Genies. Karma. Es hat sein Soll heute mehr als erfüllt. Und sich schützend vor das Team... Ja, deswegen habe ich... Das haben wir komplett vergessen. Ich habe komplett vergessen, dass er Genesung kann. Och nö. Ja, aber... Jetzt kommen wir aber ohne Toxin nicht weit. Ja, naja, doch. Wir haben auch nur noch 2 Minuten 40. Komm, versuchen wir. Wir haben ja gespeichert. Einfach drauf jetzt. Ja, so ein Cheater. Betrug. An sich habe ich da nichts gegen, aber mit dem Zeitlimit ist es halt lächerlich. Vor allem ist es auch lächerlich, wie oft du Genesung einsetzen Komm, du musst die Spezialverteidigung senken mit dem Spukball. Hat es bisher nie gesendet. Gesendet, ja, gesenkt. Komm, du musst auf Angriff hämmern. Es geht um jede Sekunde jetzt. Ja, Angriff, Angriff, Angriff. Komm, mach. Angriff, Angriff, Angriff. Los. Ach, warte. Setz halt Psychokinese wieder ein oder so. Ja, so tut sich nicht. Das muss mal... Zweimal in Folge muss es irgendwas anderes einsetzen. Wenn Pikachu im Pokéball ist, schütteln. Ja, aber der ist doch tot. Na, wir wollen das auf regulären Wegen. Nein! Nein! Komm, drück! Drücken! Drück! Oh, tatsächlich, es hat Pika Pika gesagt. Pikachu! Wir brauchen deine Energie, du bist eh unmenschlich oder un-Pokémonisch, wie auch immer. Angriffszeug, Verteidigung, Spätz, alles steigt. Alles, alles. Gib ihm, wobei es auf Fili eigentlich besser gewesen wäre, ne? Wegen der sehr effektiven Attacke. Aber egal, Panzerfäuste hat auch geballert. Wir brauchen jetzt zwei Crits. Eine Minute noch. Warum sinkt denn die Spezialdefensive nicht? Ja, okay, jetzt geht er zumindest mal auf den Angriff. Das ist gut. Schön angreifen. Und es macht weniger Schaden, als ich gedacht hatte. Geil. Wie viel AP hat Genesung, Leute? 20, oder? Zumindest war es früher so. Ich weiß nicht, ob das reduziert wurde. Wurde es reduziert? Ich glaube, es wurde reduziert auf 5, oder? Kann es sein? Mann, crittet doch! Crittet! Nicht Zeit, komm. Alles, was geht. Mewtwo hat die Big Brain Moves. Nein, der ist einfach nur ein Schisser. Ja, Psychokinese. Okay, ich glaube, die AP wurden wirklich gesenkt. Oh, Feri. Oha, BTF. Oh. Kilin. Ha! Doch noch geschafft, du Sau. Yes. Oh, es ist ein riesiges. Ja, Beutelbeere. Jetzt erstmal aufpassen. Wir haben natürlich den Meisterball, aber ich möchte es erstmal ohne probieren. Goldene Himmelbeere. Hau rein. Es wurde, glaube ich, reduziert auf 10. Okay. Ja, du musst reinhauen, bevor es... Aber hat er nicht so eine Barriere? Doch, er hat so eine scheiß Barriere. Fuck. Ja, super. Hä, was? Nein. Gleich auf. Jetzt ist sie weg. Ja, aber will der mich eigentlich kaum zum Narren halten, oder was? Du darfst halt nicht ewig warten. Jetzt schnell einsetzen. Das heißt hier warten. Er hatte die Barriere von Anfang an. Jetzt ist sie weg. Jetzt haben wir eine Chance. Also 1, 2, 3. Komm, first try. Als ob. 1, 2, 3. Juli wieder anders lost. Genesung hat 10 AP. Okay. Ja, verschwendet. Die goldene Beere. Jetzt geht's auch wieder nicht. Dann werfen wir einfach just for fun. Sandra Parson, danke dir für den 20! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt Beere. Beere. Nein, jetzt nicht mehr. Oh, ist der blöd zu fangen. 1, 2, 3. Unsere schlechtesten Würfe natürlich im finalen Battle. Man kennt. Trotzdem 3 Wackler? Ah, ja, gut. Schade. Okay. 1, 2, 3. Bleib stehen. 1, 2, 3. Ich hasse das auch, wenn die so an die Seite gehen. Ja, ich hasse das auch unnormal. Ich habe das schon häufig gehatet, aber die machen das mit Absicht. Wollte mich für die coole Kindheit bedanken. Vielen, vielen Dank, Schwarzer Ritter. Habe ich gerne gemacht. Na, jetzt nicht mehr. Hat man
immer nur eine Sekunde oder was? Du bist zu langsam. 1, 2, 3. Das ist Betrug. Für eine Sekunde lässt er seine blöde Barriere fallen. So schnell kann doch keiner reagieren. Ach komm. Kann er auch flüchten eigentlich? Jetzt schnell. Jetzt. Jetzt zielen. 1, 2, 3. Mann. Und 1, 2, 3. Ja, ich glaube, es ist fast unmöglich, ihn mit einer Beere zu fangen. Ich glaube auch, ja. Bei den anderen ging es ja noch. Aufpassen, wenn wir eine andere Animation sehen, müssen wir den Meisterball nutzen, sonst flüchtet er. Beere, schnell. 5 haben wir noch. Und 1, 2, 3. Schmutz. 1, 2, 3. Wir haben seinen Arm getroffen, seinen Arm. Schön, ne? Aber wir brauchen einen heftigen Wurf. Bitte? Ist halt nur nicht möglich, wenn er so beschissen positioniert ist. Aber ich glaube, er wird langsam müde, kann das sein? Hast jetzt bleibt die Barriere einen? Länger weg. 1, 2, 3. Boom, bitte, komm. Bitte. Gönn. Das war doch perfekt. War wirklich gut. Als ob, und dann geht er so billig raus. Jetzt ist die Barriere wieder da. Nein. Aber wir haben genügend Bälle. Genügend Bälle. Ja. Das war auch Oha. Schön, aber... Wir verbessern uns. Ja, aber er verbessert sich nicht. 1, 2, 3. Shit. 5 Stunden später. Grüße an den kleinen Bruder Erik. Viel Spaß beim Unholdefang. 1, 2, 3. Ja, du kannst mich mal muten. Jetzt wird er wieder wilder. 2, 3. Okay, weg. Na, ja. Beutel. Der Einzige, der wirklich brutal schwer zu fangen ist. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir haben ihn wieder so gestreift. Er ist zu stark. Wir brauchen mehr Pokéball-Emojis im Chat. Chef, daran liegt's. Das ist der Grund. Es kommt wirklich ein Shiny. Der hat die Barriere. Was willst du? Es kommt ein Shiny und dann flüchtet er so. Weiß gar nicht, ob er flüchten kann. 1, 2, 3. Doch, alle Ladies. Scheiße! Beere! Ja, gleich macht er wieder die Barriere. Nur noch 2. Ja, gerade noch so getroffen. 1, 2 und 3. Das ist jetzt. Ich spüre es. Bleibt da drin. Jetzt haben wir ihn gefangen. Du musst nur dran glauben. Ich hatte fast recht. Oh Mann. 2, 3. Was war das? 2, 3. Und die letzte Beere. Nein, noch nicht. 2, 3. Lol. Selber schuld, wenn er da hinspringt, wenn wir schon so verdammt viel werfen. Ich dachte du auch. Wir ne? wollen cool sein und ihn nicht mit dem Meisterball fangen. Nein. Was willst du denn mit seiner Barriere? 1, 2, 3, los jetzt. Wo willst du denn hin? Der war fucking ja. Du hast schon überhaupt gar keine Motivation mehr. Mit dem Pokéball? Ja. Das wäre ein schöner Flex gewesen. 1, 2, 3. Ja, hör auf mit deinen scheiß Psychoattacken. 1, 2, 3. Oh, jetzt, hier. Ja? Beutel. Crap. Du warst... Ach, ja. 2, 3. Wir könnten ja ihm eine Grillparty anbieten. Mit ganz vielen gegrillten Radfratz. All you can eat, Mewtwo. Was war das für schlecht? 1, 2, 3. Verarscht mich. Gleich zücke ich aus Tilt den Meisterball. Ich habe gleich keinen Bock mehr. Oben drüber. Schnell, Beutel. So, die letzte goldene Himbeere. Komm schon. Die zählt noch. 2, 3. Komm. Komm schon. Was willst du denn noch? Es ist alles maximal. All you can eat, hat sie gesagt. Hast du gehört?
Er ist einfach nicht zufrieden. Er macht gerade Diät. Man sieht's auch an den Beinen und an den Armen. Ja, ja, okay. Verstehe ich. Dann zahlen wir dir halt einen Monat Fitnessstudio. 2, 3. Sitzt eine Beere. Mach, warte. Wir haben noch silberne. Oder? Da ist silberne, ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wie so ein Kurs, so. So ein Animator bei so einer Schwimmstunde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wird wieder nicht reingehen. Geht ihr danach zu grün? Nee. Das wievielte Mal ist es jetzt zum dritten Mal am Wackeln? Na, was wird das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wir haben gleich keine Hyperwelle mehr. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Das erinnert mich an Registeel. Ja, schon ein bisschen. Ja! Aber jetzt mit einem random lamen Wurf. Da geht er rein, aber da mit den ganzen goldenen Bären vergoldeten, das findet er anscheinend nicht so toll. Pokémon ist halt nicht immer logisch. Wir haben es am Anfang gesehen, in dem Meisterkampf. Was soll man machen? Hauptsache, es hat geklappt. Gerade noch so kurz vor Ende. Und wir haben den Meisterball noch für ein mögliches Shiny in der Zukunft. Yay! Mewtwo und Mew weisen sehr ähnliche Gene auf, doch hinsichtlich ihres Charakters und ihrer Größe unterscheiden sich die beiden erheblich. Oh ja. Das kann man wohl sagen. Hol ihn raus. Das ist Mewtwo. Okay. Ja, es gibt natürlich noch Rematches gegen die Arenaleiter oder die Trainerin Grün und die restlichen Meistertrainer. Aber das machen wir nicht mehr. Alles bis auf die Meistertrainer. Seht ihr in meinem Let's Go Evoli Let's Play? Da fliegt es hinterher. Nochmal. Brauchen wir das nicht. Das hier war unser Ziel. Wir haben es erfüllt. Und als genau. Bonus kommt mit Sicherheit irgendwann noch ein Shiny Hunt. Denn ja, Electek wird mir nicht entkommen. Ich bleibe hart. Aktiviert die Glocke, um zu erfahren, wann der Shiny Hunt kommt. Und danke fürs Dabeisein bei Pokémon Let's Go Pikachu. Schönen Abend euch noch. Es war wild. Sehr wild. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Und ciao.